So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Tutorial-Folge von Mad Games Tycoon 2, dem Lecce-Tutorial. Oh, wir sind gerade noch dabei. Das Timmy Kit 2 zu entwickeln. Wir nähern uns den 10%, den magischen 10%. Ich werde ihn jetzt auch nicht mit hier rüberholen. Ich könnte ihn mit hier rüberholen. Würde er jetzt keine Bugs ins Spiel bringen, würde ich ihn mit rüberholen. Aber da er Bugs ins Spiel bringt, werde ich ihn nicht mit rüberholen. Weil da haben wir im Endeffekt nur wieder Negativpunkte für das Spiel im Endeffekt. So. Ich denke, in der Folge heute wird es dann auch einen Timeskip geben. Also, dass wir ein bisschen Zeitraffer machen. Ja, jetzt kommen wir schon in diesen Bereich ohne Engine, wo es halt einfach schwierig wird. Wir können mal hier die Tastatur noch mit reinmachen. Jetzt kommen wir eben schon in diesen Bereich. Ab jetzt wird es schon halt, nämlich schon ein bisschen Abstand von den Sachen. Ja, 1 bis 20%, das könnten wir jetzt abgeben. Das sollte über die 5% kommen, oder? Jawohl. Gut. Der Rest ist mir egal. So, kurz wieder Auftragsarbeiten machen. Wir sind bei 8,4. Also, na, 10 sollten wir schon kommen. Um diese meisten Hürden hier zu machen, mache ich dann meistens halt einfach, dass ich, ja, ich lasse das Spiel einfach laufen und mache dabei, ich gehe kochen oder mache irgendwas anderes, bis man auf die 100% gekommen ist. Im Endeffekt. Ab und zu ein bisschen ausbauen hier, ein bisschen da, das zeige ich euch alles. Kriegen wir schon hin. Ich führe euch durch den Lecce Run. Auch ihr werdet es schaffen. Ich bin mir sehr sicher. Bei solchen Auftragsarbeiten können wir ihn natürlich theoretisch mit rüberholen. Habe ich das nicht gemacht, ist aber nicht so wilde. So, 20%, das kannst du vergessen. Ich würde die hier mal wegmachen. Wir machen die mal ganz kurz weg. Wir warten mal kurz. Ich hoffe, dass wir gleich noch was bekommen. Okay, das Sommerloch war auch gerade. Oh, da haben wir wieder was. 15%. 15% lass mal lieber. Lass mal das mal über den 15%. Das muss nicht. Oh, eine normale Auftragsarbeit. Jawohl. Hallo? So. Klein, aber fein. Momentan, den hätten wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht gebraucht. Also eigentlich hätten wir den weglassen können. Den könnt ihr weglassen am Anfang. Ich baue ihn einfach aus Gewohnheit. Der kostet auch einiges in Unterhalt. Den könnt ihr aber am Anfang weglassen. Wenn ihr dann irgendwie 3, 4 Leute habt, dann könnt ihr den holen. Videogame Crash, das soll uns nicht tangieren. Wenn ihr hier mal so ein Negativ-Ding bekommt, dass ihr weniger Auftragsarbeiten bekommt. Das kann passieren. Außer ihr stellt die Sachen aus, dass sowas gar nicht passiert. Versucht einfach sowas immer ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass pro Jahr schon einmal sowas passieren könnte. Versucht immer, wie gesagt, ein bisschen einen Puffer zu haben. Vielleicht um die 200.000 oder so. Dass wenn ihr mal irgendwie 10 Minuten keine Aufträge bekommt, dann ist es nicht so schlimm. So. Und ihr seht schon, wir bekommen jetzt echt gut Geld. Also die sind jetzt schon was wert, die ganzen Sachen. 212.000. 215.000. Ich denke mal, so Ausgaben werden wir momentan für alles vielleicht so 2.000 haben. 222.000. Ne, es geht. Bei 9%. Alter. Ich erschrecke, wenn ihr euch erschreckt, ich erschrecke mich auch. Macht euch keinen Kopf. Das ist... Ich habe die Sounds meistens einfach aus. Aber naja. Je länger ihr quasi Zeit habt für so eine Sache, umso höher ist quasi das Geld, was ihr bekommt. Im Endeffekt. Ja, ihr seht schon, bei diesen Sachen dauert es halt echt lange, bis die Prozente steigen. Wir können mal kurz gucken. 9,1 und 9,2. Ah naja, guck mal, wir gehen auf die 300.000 schon wieder zu. Also geldtechnisch ist es schon okay bis jetzt. Dann können wir uns da nochmal an so ein Spiel setzen von denen. Und gucken, ob wir noch irgendwas machen können. Also wir knacken die 10%. Ich kann ja
Oh, hier, guck mal, 5%. Da würde ich sagen, wir holen uns das Dev-Kit, das ist sowieso der Table. Der Vorgänger vom PC, der kostet nicht so viel. 5%. Towers of Haven, Pearl Story 2. Da passt Reiten doch super dazu. Adventures waren Erwachsene. Zack. Zack und zack. Adventures. Pup. Wir schmeißen einfach alles in den Topf. Da kann doch keiner meckern. So. Da es ja so gut läuft, würde ich sagen. Nee, nicht Engine Features. Ich bin doof. Hier. Erstmal die 5000er Checkpoints und so, klingt doch gut. Ich werde dann auch bei den Zeitraffern wahrscheinlich immer wieder mal kurz anhalten und kurz mit euch labern, wenn ich zum Beispiel was umbaue oder so. Und ihr seht schon auch, also die einzige, die es gerade runterzieht, ist halt er hier. Aber es bleibt halt alles relativ hoch. Was hat er gerade für eine Motivation? 97. Den geht's gut. Wenn ich schon bei 80% eine Pause machen dürfen, bleibt das auch meistens die ganze Zeit relativ weit oben, die Motivation. Was gut ist. Je motivierter die Leute sind, umso besser arbeiten sie halt. Umso besser ist die Qualität der Arbeit, die sie abliefern. Ist auch was, auf was man meistens nicht achtet unbedingt. Aber je motivierter die sind, umso solider arbeiten die auch. Ist quasi vergleichbar, wenn ihr dann besseres Equip hier bekommt, also bessere Ausstattung und das aufwertet, dann arbeiten die Leute auch besser und schneller. Okay, Flette. Hm, ist okay. So, mal gucken wir mal die 5%. Können wir denn hier irgendwie Checkpoints mit reinpacken? Irgendwas mit reinmachen. Wir brauchen noch ein paar Prozente. Also ihr kommt zu Pi mal Daumen auf die 10%, wenn ihr in der Anfangszeit die Sachen hier mitnehmt. Aber wir sehen schon, jetzt gibt es schon B+. Da sind wir so gewischen raus. Wir werden nicht mehr darauf kommen jetzt. Es wird nicht mehr funktionieren. Ich glaube nicht, dass wir die 5% knacken. Vielleicht 3% oder so. 4, ah, ja. Ja, haben wir nicht geschafft, Minus, aber wir haben trotzdem Punkte gemacht. Und auf die Punkte hier oben kommt es an, wie gesagt. Macht euch da nicht so viel den Kopf. Jetzt können wir das mit rüberpacken. Ja, und sehr viel mehr passiert jetzt erstmal nicht. Wir haben eine Garagenfirma, wuhu, sehr schön. So, wir können gleich mal gucken noch, ob noch irgendwie was geht, aber ich bezweifle, das wird jetzt so langsam das Ende sein. Ne? Man hat es aber, was ich am Anfang sagte, so ihr kommt so circa auf 10% am Anfang, wenn ihr das hier mitnehmt. Aber ab dann wird's meistens, ab dann ist meistens Schluss. Erstmal. Was haben wir hier? Oh, nur Roleplay gehen, 20%, das kannst du, Also die B-Plus-Sachen kannst du schon mal vergessen. Hier könnte man sich schlagen drum, ne? Das könnte man ja noch machen. Das ist 35.000. Wisst ihr was? Ich mach das mal nicht. Wir machen das jetzt so hier. Ihr stellt das jetzt so ein. Wartet, bis neue Aufträge verfügbar sind. Zack. Und dann wird hier alles, sobald hier was kommt, jetzt kommt was. Und es wird automatisch gleich angefangen abzuarbeiten. Und genau das Prinzip wird dann im Endeffekt später überall sein. Ne? Da werdet ihr ja vieles automatisch einfach immer machen lassen, eure Leute arbeiten und gut, ihr generiert Geld und könnt euch anderen Projekten widmen. Später komplett von eigenen Spielen zu leben, ist natürlich möglich. Das geht auch, aber es dauert. Also, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir vor Jahr 2050 ein richtig krasses Game raushauen können. Wir brauchen ja auch eine eigene Engine. Dann müssen wir uns Geld ansparen erstmal, um dieses Spiel, das neue Projekt durchzusetzen überhaupt, auf eigene Kosten. Und das sind alles so Sachen, das dauert. Ihr braucht wirklich Geduld. Habe ich ja, glaube ich, im ersten Teil auch schon mal erwähnt. Geduld ist hier das A und O.
Ich überlege, ob ich hier drüben noch ein bisschen was mache jetzt nebenbei. Ein Engine Feature, das lasse ich eben die Finger von, glaube ich. Charakter Procreation für RPGs. Action-Spiele. Na komm, Rollspiele ist eh mein Genre. Ich würde sagen, das holen wir uns einfach mal. Schon vorab. Wir können ab und zu mal hier abbrechen und können mal gucken, ob es hier was gibt. Guck mal, 5%. Das könnten wir versuchen. Reiten alle. Ja, ihr könnt hier ab und zu noch mal vorbeigucken, ob es da noch was gibt. Ich meine, Geschicklichkeit spielt die Lagen uns am Anfang sehr. So. Let's go. Gucken wir mal, ob das was wird. Das hier dauert eine Weile, aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. Das kann alles seine Zeit nehmen. Wir müssen uns eh halt auf andere Dinge fokussieren erstmal. So, wir können ja schon wieder mal gucken hier. Ein Game Designer brauchen wir aber nicht. So ein Programmierer jetzt noch mit dem Auftragsarbeiten, ne? Guck mal, noch ein Wissenschaftler. Mag, ne, bei Crunch Times ist vollkommen egal. Unterintelligente Mitarbeiter lernen deutlich langsamer. Ist aber auch komplett irrelevant. Wir hätten aber noch einen Wissenschaftler. Der nicht viel kostet. Wenn wir dann diese Auftragsarbeiten machen, können wir die auch mit hier rüberpacken. Dann können die mit helfen einfach bei den Auftragsarbeiten. Gucken wir mal, ob wir auf die 5% kommen. Schön wär's. Ich bezweifle, dass wir auf die 5% kommen. Wir sind übrigens bei hier 10%. Nächstes Ziel ist die 20% Marke. Wenn wir die 20% Marke haben, dann ist es schon relativ solide. Dann sollte nichts mehr krass Schlimmes passieren, außer wir machen Experimente. Ah, und hier sammelt sich derweil auch wieder ein bisschen was an. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, dass... Alter. Ich erschrecke mich jedes Mal. Dann können wir hier gleich dann durchspeeden. Ich hoffe, hier geht jetzt nichts weg wieder. Und wir beeilen uns, ja. Bis 10%. Wir können ja mal gucken, dass wir hier noch... Das Gute ist, wenn ihr hier das so macht, ne? Ihr levelt das ja auch, dass ihr das besser könnt. Es ist nicht verkehrt, da einfach mal ein paar tausend drüber zu gehen und keinen Gewinn damit zu machen. Hauptsache, ihr kriegt schon mal Skill in diesen ganzen Bereichen. Das kommt die nächste KI, ja, es ist vorbei schon. 1 bis 20, das können wir machen. Das sollte die 5% catchen. Jawohl. 0, fast 1% gemacht damit. Kurzaufträge. Guck mal, jetzt haben wir ja schon nämlich die ganzen ersten mit 20.000 auch. Fangen wir hier bei dem ganz kleinen an. Let's go, Freunde. So, da kommst du jetzt mit rüber. Du kommst mit rüber, mein Freund. Und ich würde mal sagen, hier komm. Wir, noch ein kleines, wir setzen noch ein kleines Blümchen. Eine Heizung und ein kleines Blümchen. Können wir nämlich ihn hier auch noch mit rüberholen. So. Und dann würde ich sagen, würde ich jetzt mal beginnen mit dem ersten Zeitraffer. Weil jetzt haben wir nämlich hier, wir kriegen alle auch, je höher die Prozent sind, auch mehr. Ne? Die werden mehr wert und wir bekommen mehr davon. Jetzt würde ich sagen, machen wir dann einen kleinen Zeitraffer. Den werde ich dann separat aufnehmen wahrscheinlich. Aber das meinst du schon wieder irgendwie so laut, ne? So. Den werde ich separat aufnehmen und dann lasse ich die Kamera wahrscheinlich so hier und ihr könnt euch das angucken, wie das hier steigt und was ich hier so mache, ja?
Sollte ich irgendwas Essentielles machen, dann werde ich wahrscheinlich den Zeitraffer auch beenden und nochmal was dazu sagen. Aber dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns nach dem Zeitraffer wieder, oder? Dann speichere ich auch nochmal kurz und für euch geht der Zeitraffer gleich los.